Jungerlüchen, wir sind zurück hier bei Jurassic World. Ich würde sagen, wir legen auch erstmal los. Sammeln natürlich nur hier oben schnell mal unsere Kohle ein. Das andere ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wir müssen das natürlich hier in der Aufgabe irgendwie mit berücksichtigen. Aus dem Grund müssen wir hier natürlich erstmal ein bisschen Schotter einsammeln. Haben wir natürlich eine Aufgabe, wo wir 100.000 insgesamt sammeln. Müssen wir jetzt 92.000 sind wir. Von daher denke ich, kommen wir hier langsam aber sicher zum Ziel. Das ist natürlich erstmal geil für uns, für unser Team. Aber wie gesagt, wir haben natürlich neue fette Events. Da würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal die Lage. Investieren hier natürlich erstmal noch ein bisschen Gold und können hier natürlich auch erstmal mal kurz ein bisschen was einsammeln. So, dann haben wir das erledigt und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Fight und gucken. Natürlich, was da so geht, könnten vorher natürlich unsere Dinos checken, aber ich würde sagen, nö, das machen wir erstmal noch nicht. Wir gucken hier natürlich rein, was gibt es hier? Hier haben wir natürlich ein paar fette Events am Start. 3 Stück an der Zahl, könnt ihr natürlich wieder mal fette Pakete bekommen. Hier gibt es ein legendäres Paket, was haben wir hier? Keine Beschränkung. Vorfahren der Vögel, okay. Nehmen wir auf jeden Fall ein Amphibien mit. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch einen Fleischfresser mit ins Boot. Probieren wir mit den Beinen mal aus. Gucken, was da am Ende geht, ob wir da eine Chance haben oder nicht. Kann ich euch natürlich erstmal noch nicht versprechen. Aber ich denke, eigentlich müsste es funzen. Also wir können nur mit den dreien probieren. Also ich denke schon, dass wir da auf alle Fälle eine reelle Chance haben. Werden das natürlich erstmal abchecken und gucken, was hier so geht. Den ersten Schlag nehmen wir mit in die nächste Runde. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir alle drei mit in die nächste Runde. So, mit 2 greift er an. Das heißt natürlich, ein Schlag hat er jetzt noch am Start zum Blocken. Würde ich sagen, wechseln wir unseren Dino erstmal. Wie gesagt, ein Schlag hat er noch. Da würde ich sagen, werden wir erstmal raufhauen. Und mal 4 rufen dem Einschlag mit in die nächste Runde, kloppen somit auf alle Fälle den gegnerischen Drachen weg und müssen jetzt natürlich gucken, Drachen-Dinos, sorry, ich war nicht bei Drachen, ich meine natürlich meine Dinos und kloppen den weg, kriegen jetzt natürlich auch erstmal auf die Mütze, aber überleben am Ende so, ja. Das heißt natürlich, wir könnten eventuell den Gegner so wegkloppen, dass wir nicht einen Gegner, nicht einen Dino verlieren. So sieht's auf jeden Fall aus. Den Sieg haben wir hier am Start. Also von daher hätte es natürlich wieder mal nicht besser für uns laufen können. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch 2 Siege, um am Ende hier das legendäre Paket zu bekommen. Das heißt natürlich, ja, ist auf jeden Fall megamäßig geil. Aber ich meine, wer wartet hier auf uns? Das ist die nächste Frage. 2 Fleischfresser. Könnten wir natürlich mit 3 Amphibien relativ gut Action machen. Das könnten wir uns eigentlich mal überlegen. Aber ich würde sagen, wir checken erstmal die anderen Events. Gucken hier natürlich rein, was gibt es hier, was müssen wir hier machen? Okay, okay, okay. Nehmen wir den mit, dann nehmen wir auf alle Fälle den mit und nehmen den mit, würde ich sagen. Probieren wir mit denen einfach mal aus und gucken natürlich, was am Ende hier so geht. Wie gesagt, ich bin gespannt. Es wird natürlich auch kein Zucker schlecken, aber ich denke, wir können uns hoffentlich irgendwie an Süd verkaufen. So, den ersten Schlag nehmen wir mit in die nächste Runde. Warten natürlich ab, was macht der Gegner? Greift er an, lässt er sein. Oh, der kloppt erstmal 2 Schläge ruf. Das ist für uns eigentlich relativ gut, weil wir können auch 2 investieren. Nehmen. Aber mal einen Schlag mit in die nächste Runde nehmen. Ich würde sagen, ja, das machen wir. Trotzdem, ich glaube, der Gegner könnte uns jetzt auf alle Fälle wegkloppen mit seinen 2 Schlägen. Von daher wird eh mal blocken vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen. Aber wie gesagt, müssen wir gucken, was der Gegner macht. Der haut 2 Ruf, eigentlich ist es ja nicht so verkehrt für uns, weil wir können jetzt natürlich so angreifen, wie wir wollen, müssen auch nur insgesamt 2 Schläge investieren. Das werden wir natürlich auch erstmal tun.
und nehmen Zwehe mit in die nächste Runde. Warten jetzt natürlich ab, wie jetzt weiter. Was macht der Gegner jetzt? Geht er davon aus, dass wir unsere Zwehschläge blocken? Ich hoffe natürlich, weil die Wahl, so haben wir natürlich die Chance, den Gegner am Ende platt zu machen. Wow, mit Zwehe greift er an, haut uns natürlich weg. Kann jetzt nur einen Schlag blocken, aber ich glaube, das wird ihm nicht viel bringen, weil die Wölfe können mit 6er angreifen, einen Schlag kann er blocken, 5er kommen auf alle Fälle durch, von daher haben wir natürlich den Sieg hier in der Tasche, können uns auf jeden Fall den nächsten Gegner angucken und können natürlich entscheiden, welche Dinos man eventuell damit in den Kampf nimmt. Also wie gesagt, wir checken den Gegner auf alle Fälle erstmal ab. Gucken da natürlich erstmal rein, was da am Ende geht. Also wie ihr sagt, ich bin natürlich gespannt. Ihr mit Sicherheit auch. Von daher gucken wir erstmal. Okay, was haben wir hier? Haben wir eigentlich eine relativ gute Chance, würde ich fast sagen. Davon zwei und dann nehmen wir hier von neuen mit. Müssen wir mal gucken, ob wir hier was reißen können. Also wie ihr sagt, ich denke, so schlecht sieht es nicht aus. Was haben wir hier noch für ein Event? Amerikanische Riesen, okay. Des Ödlands, was geht hier so? Alter, was ist denn hier los? Jetzt sind natürlich auch richtig Brocken. Alter, Schalter, ein Booster muss ausgewählt sein. Aber wie gesagt, da hätten wir auf jeden Fall ohne Chance. Jeden Tag 18 Stunden jetzt noch. Also wie gesagt, ich denke, da könnten wir auf alle Fälle mithalten. Ich weiß natürlich noch nicht, wen wir hier mit einsetzen. Aber ich denke mal, vom Angriff her sind die natürlich nicht so pralle von der Verteidigung. Sieht es natürlich anders aus. Also wie gesagt, da müssen wir gucken, was da so geht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns da auf alle Fälle im nächsten Let's Play. Checken da natürlich ab, was da, wie ihr sagt, so geht, können hier nochmal gucken. Wow, hier hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Von daher würde ich sagen, drehen wir hier gleich nochmal am Rad, lassen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was laufen und checken hier natürlich erstmal die Dinos ab. Gucken hier natürlich drin. Was gibt es hier für uns? Okay, erstmal der Sarkosuchus, den können wir natürlich platzieren. Okay, den haben wir jetzt eben auf 1. Den pimpen wir natürlich bis auf Stufe Nummer 10. Haben den dann eben auf 20 und auf 30 noch am Start. So, dann kann man sich mal den Unterschied angucken, von dem zu dem. Also sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. So, wie ihr sagt, gehen wir nochmal zurück. Was haben wir noch am Start? Welche Dinos sind noch da? Also wie ihr sagt, ich bin gespannt. Zwei haben wir noch. Zwei mal den gleichen, den Nundasuchus. Genauso sieht es aus, den platzieren wir. Und können den natürlich auch erstmal noch ein bisschen füttern, wenn wir wollten. Haben wir jetzt natürlich auch auf Stufe Nummer 10 gehen. Hier erstmal nochmal zurück. Checken dann natürlich den nächsten ab. Haben natürlich hier nochmal den gleichen. Platzieren den und dann würde ich sagen, füttern wir den natürlich auch erstmal. Bis auf Stufe Nummer 10 können die natürlich evolutionieren, wenn ich im Labor schon einer wäre. Also wie gesagt, da müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. Gehen hier erstmal wieder zurück, checken dann natürlich erstmal ab, was wir eventuell hier noch in unsere Brutkammer schmeißen könnten. Also wie gesagt, da bin ich gespannt. So, den Supersaurus, da würde ich sagen, den klatschen wir auf alle Fälle mal rein. Und dann gucken wir, ob wir noch einen legendären oder irgendeinen haben. Aber ich glaube doch, hier den Mikroposaurus, den würde ich sagen, klatschen wir natürlich auch gleich nochmal mit drin. Investieren in Nummer 10 Dino-Dollar und sind für heute auch erstmal wieder durch. Würde ich sagen, ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Also wäre auf jeden Fall geil, wenn er wieder einschaltet. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.